Hallo und willkommen mal wieder zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und wie man sieht, es soll heute mal wieder um die Hauptwerkorgel gehen. Denn ich habe immer mal wieder über die letzten Jahre, seit ich dieses Projekt im Prinzip gestartet habe, habe ich immer wieder Anfragen bekommen. Sag mal, wie macht man das eigentlich? Wie teuer ist sowas eigentlich? Und all solche Geschichten. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme mir mal den einen Punkt heute vor, nämlich diese Nachfrage, wie viel kostet sowas hier eigentlich, wenn man sich das selber zusammenbauen und zusammenkaufen will. Deswegen werden wir heute einfach mal die einzelnen Dinge aufsummieren. Ich werde dazu, deswegen habe ich hier mein iPad extra schon liegen, ich werde dazu jetzt hier mal auf meinem iPad eine Excel-Tabelle starten. Die habe ich schon vorbereitet. Da werde ich immer Stück für Stück jetzt reinschreiben, was wir alles hier jetzt auf der kurzen Reise durch den Spieltisch mal aufsummieren. Also wir gehen einfach mal in der Reihenfolge vor, wie im Prinzip auch jetzt vor ungefähr, was sind das jetzt, 4 Jahren mein ganzer Spieltisch begonnen hat. Wir fangen also im Prinzip an ganz von vorne. So, Bildschirmaufnahme läuft und wir beginnen ganz einfach mit dem, was unten drunter ist. Das heißt hier unsere Holzkonstruktion. Also trage ich hier mal ein. Tisch und nicht umt. Tisch und Bank. Davon habe ich insgesamt eine Konstruktion und das weiß ich noch ungefähr ganz gut, weil das Holz habe ich damals selbst im Baumarkt geholt. Das waren ungefähr, haargenau so, über den Daumen geschätzte 150 Euro für das Holz. Das hat mich das gekostet. Das brauchte ich erstmal, um loslegen zu können, um alles stapeln zu können. Damals habe ich allerdings noch begonnen mit meinem E-Piano und meinem Roland, die jetzt ja schon längst woanders wieder sind, die habe ich längst verkauft. Das heißt, ich tue jetzt so für euch, als würde ich im Prinzip auch Manuale und so weiter alles brauchen. Damals habe ich, ohne dass ich die kaufen musste, angefangen. Die waren ja beide schon MIDI-fähig. Aber wir rechnen jetzt einfach mal für das, was ich hier habe. Meine 3 Manuale waren früher mal KeyStation 61 von M-Audio. Das heißt, ich habe hier Keyboards, schreibe ich hier mal schnell rein. Davon haben wir 3 Stück. Ups, nicht E, sondern 3 Stück. Und ich habe extra mal nachgeguckt in meinen Rechnungen. Ich musste mal so rüber gucken. Der Einzelpreis für die Keyboards war damals 149 das Stück. Das ist also schon mal eine ganze Menge, die da zusammenkommt. So, das sind die Manual-Keyboards. Dann habe ich unten natürlich noch das Pedal. Das heißt, wir brauchen auch eine Pedalklaviatur. Davon brauchen wir allerdings nur ein Stück. Und die hat mich mit Versand zusammen 220 Euro damals gekostet. Das war eine gebrauchte. Die habe ich bei einem gebraucht Orgelteilehändler quasi mir besorgt und dann mit dem LKW hierher schicken lassen. Dann hat die allerdings, als die kam, neue Filze gebraucht. Das heißt, ich brauchte auch einmal neue Pedalfilze. Das brauchte ich ein Set, die kann man im Prinzip, da gibt es auch immer noch, Pausch MIDI heißt der Versand. Die brauchte ich einmal, das ist ein Set für die gesamten 30 Töne. Das kostete mich insgesamt, glaube 48, ja, das kostete mich 48 Euro für dieses Set der Pedalfilze. Das wäre schon mal die Geschichte, dass wir da unten überhaupt Pedal spielen können. Jetzt haben wir also 3 Manuale, eine Bank, einen Tisch und ein Pedal. Was habe ich dann noch gebraucht? Ich habe hier noch eine Notenpultleuchte, die mit Strom funktioniert. Davon brauchen wir auch nur eine. Die hat mich im Prinzip gekostet 44 Euro bei damals noch Thomann. Jetzt fehlt aber immer noch, dass ich das Pedal auch elektrisch spielen kann. Das heißt, ich musste das Pedal MIDI-fizieren. Es braucht also einen MIDI-Controller und es braucht MIDI-Elektronik. Wenn ihr meine Videos verfolgt seht, habe ich das insgesamt 2-mal gemacht. Ich habe es einmal von Hand gebaut und ich habe es einmal per Platine gekauft. Ich rechne jetzt heute nur mal, damit ihr
die einmaligen Kosten habt, ich rechne nur mal den Kauf des Controllers und der Platinen. Das heißt, wir haben Pedal Electric. Das ist ein Set und da kostet im Prinzip 55 Euro. Dann haben wir das Pedal Interface. Davon brauchen wir auch nur eins. Das hat 33 gekostet. Und wir brauchen noch, damit das alles funktioniert, damit wir das Pedal und die Manuale auch in den späteren Computer kriegen, brauchen wir noch ein MIDI-Anschlusskasten. Also MIDI-Verteiler. Davon brauchen wir einen und das ist bei mir der MIDI-Sport 4x4 da hinten. Ich habe noch einen zweiten, weil ich ja noch die extra Elektronik habe später. Der kostete damals 89. Wir haben da unten noch das Behringer Pedalboard, das heißt, das war für die, das ist FCB 1010, genau. Davon habe ich eins. Und das habe ich damals als B-Ware relativ günstig gekriegt für 154. Tragen wir auch mal ein. So. Jetzt brauchen wir im Prinzip auch noch MIDI-Kabel. Schreibe ich also auch mal hier rein. MIDI-Kabel. Und davon brauchen wir insgesamt für diese Konstruktion, wie ich sie habe, 5 Stück. Ein MIDI-Kabel kostet nicht viel, das kostet 2,99 Euro. So, das haben wir jetzt auch drin. Und wenn wir zwischendurch mal summa summarum gucken, sind wir schon jetzt, und wir haben noch weder den Computer noch irgendeine Software, sind wir bisher bei Hardwarekosten von 1200, knapp 55 Euro. Ja, das heißt, wir haben bisher reine Spielhardware gekauft. Wir haben weder einen Computer, noch haben wir ein Betriebssystem, noch haben wir die Hauptwerksoftware installiert, noch haben wir irgendwelche Sample-Sets. Wir brauchen also auch Lautsprecher. Also Lautsprecherpaar. Das heißt, ich habe hier ein Lautsprecherpaar und das Lautsprecherpaar kostet 129. Das Paar, ja, das war wirklich das Paar. Wir können das natürlich, wenn ihr den vollen Preis sehen wollt, hier auch rechnen mit 2. Dann habe ich einfach die doppelte Menge jetzt gerechnet. So, jetzt haben wir die Lautsprecher. Dann brauchen wir die Lautsprecherkabel. Davon brauchen wir dann im Prinzip auch 4. Und das einzelne Lautsprecherkabel kostet mit dem 10 Meter Kabel dann 7,80 Euro. Jetzt sind wir schon eine ganze Menge weiter. Jetzt können wir schon mal auch Lautsprecher anschließen. Aber wir haben immer noch keine Software und PC-Hardware. Also, die Lautsprecher müssen irgendwo ihren Saft herbekommen. Sprich, wir brauchen eine Audioschnittstelle, ein Audio-Interface. Und dieses hat mich damals gekostet, ich rechne euch jetzt nicht meine alte vorhandene Firewire-Box hier rein, sondern ich rechne jetzt das darunter liegende Steinberg-Audio-Interface, weil das reicht völlig. Damit kann man auch wunderbar Musik machen. Man muss nicht die Regler alle da gleich haben. Mein Luxus ist das Mischpult, aber ich rechne ein ganz normales Audio-Interface rein. So, dann sind wir schon mal gar nicht so schlecht dabei. Jetzt haben wir allerdings noch eine Investition, die ich gemacht habe damals, um auch die tiefen Töne schön zu haben. Ich habe noch eine Bassbox dazu genommen. Das heißt, ein Bassmonitor, der speziell runtergeht bis auf 20 Hertz, damit auch die 16 Fuß und 32 Fuß Töne noch abgestrahlt werden können. Den schreibe ich hier mit rein, den können wir aber als Posten draufschreiben, der nicht unbedingt nötig ist. Also ich schreibe es mal rein. Da sind allerdings, schreibe ich nochmal dahinter, mit Kabel, die waren bei meiner Bestellung gleich dabei damals. Da habe ich extra in meinen alten Bestellungen nachgeguckt. Die hat mich gekostet 337 mit den Kabeln. Jetzt haben wir schon mal Audio Power, wir haben MIDI Power. Wir haben die Manuale, den Tisch und so weiter. Wir könnten loslegen, wenn wir denn jetzt endlich irgendwas PC-mäßiges haben. Ihr wisst, das hat bei mir ständig gewechselt, aber ich mache jetzt den letzten Stand und das ist bei mir
der Mac Pro, den ich mir über eBay gegönnt habe, den schreibe ich jetzt hier auch rein. Das ist also der Mac Pro 4.1 gewesen. Davon brauchen wir natürlich nur einen, aber der hat mich über eBay gekostet 650 Euro. Der hatte damals bereits 32 GB an Arbeitsspeicher, aber er hatte nur den 4-Kern-Prozessor. Das heißt, was habe ich ja, siehe Video dazu, getan? Ich habe ihn upgraded auf die 5.1 Firmware und habe ihm einen 6-Kern-Prozessor verpasst. Der hat mich nochmal 120 Euro gekostet. Also Prozessor-Upgrade einmal für 120 Euro. Ich schiebe das ein bisschen nach oben. Jetzt kann immerhin die ganze Sache schon angesteuert werden, denn der Vorteil ist ja nun beim Mac Pro, das Betriebssystem ist gratis und es ist sowieso ein altes, denn damit Hauptwerk hier sind, verläuft, auch für die, die sich dafür interessieren, kann man nicht höher gehen als El Capitan. Jetzt sind wir so weit, dass wir also eine PC-Hardware haben, die auch die ganze Elektronik ansteuern kann. Wir könnten unsere Klänge fast schon produzieren, was wir auch noch nicht können. Wir sehen noch nichts. Ich habe hier zwei Monitore hängen, die müssen wir auch noch eben in den Account bringen. Das Schöne ist, dass die beide ähnlich teuer waren. Die haben beide um die 150 Euro gekostet, also rechne ich den einfach zweimal an. Monitor, davon habe ich zwei hier stehen, wovon einer 150 kostete. Jetzt können wir auch was sehen. Oh Wunder, oh Wunder. Das heißt, wir können uns jetzt tatsächlich um die Software kümmern und da ist es jetzt auch nicht mehr viel, was fehlt. Da brauchen wir, und so habe ich angefangen und deswegen rechne ich das auch so. Ich habe zuerst angefangen mit Hauptwerk Basic 289 und dann habe ich das Upgrade gemacht auf Hauptwerk Advanced einmal und man höre oder staune, das hat mich nochmal 399 gekostet. Und jetzt haben wir erst im Prinzip hier mit den knapp 600 Euro die Hauptwerksoftware parat, mit Dongle, mit allem und so weiter und der Grundlizenz, wo dann diese St. Anne's Mosley Orgel drin ist. Das ist jetzt eigentlich schon mal eine spielfähige Geschichte, wenn wir die Sample Sets rauslassen. Wir gucken also nochmal. Wir sind jetzt bereits ohne die Sample Sets bei 3914 Euro. Wir können jetzt wunderbar dran sitzen, wir können spielen, wir können Musik machen, wir können all diese Klänge hier erzeugen. Nur damit wir die Touch-Monitore bedienen können, da gibt es ja auch das extra Video zu, musste ich noch die Treiber mir dafür machen lassen bei Touchbase.com, weil Mac bietet das automatisch nicht an. Wenn ihr Windows als Betriebssystem nutzt, dann müsst ihr zwar für die Windows-Lizenz zahlen, aber der Vorteil ist, Windows erkennt die Touch-Monitore automatisch. Also ich muss jetzt hier noch dazu fügen, Touch-Treiber. Da hat mich das Ganze nur einmal 150 Euro gekostet. Und jetzt kann ich im Prinzip auch mit Touch arbeiten. Aber wie gesagt, wir sind dadurch jetzt schon bei über 4000 Euro, was hier alleine an zusammengekaufter Hardware steht. Und jetzt kommen bei mir noch drei gekaufte Sample Sets dazu und dann sind wir schon am Ende. Das heißt, wir haben einmal, ich schreibe es jetzt nur in aller Kürze da rein, wir haben das Set Eucare Metz, wir haben das Set, nein, nicht das ST, sondern das Set Bergen ob Zoom und wir haben das Set Hinz Lehns jeweils einmal. Das Eucare-Paket habe ich für 150 gekauft. Das gibt es manchmal auch im Sonderpreis, da müsst ihr mal gucken. Das Bergen habe ich für 229 gekauft und das Hinz habe ich für meines Wissens damals für 180 gekauft. Und jetzt sind wir komplett und wir können die Summe fertig machen. Und wir sehen, ihr habt es unten eingeblendet hier in der Ecke, wir sind jetzt bei einer Gesamtsumme 4.623,15 €. Das müsst ihr also grob rechnen für all das, was jetzt hier steht. Und wenn ihr so viel Ausbaustufe habt,
Wir können das Ganze etwas reduzieren, wenn wir jetzt noch einen letzten Schritt machen und auf den Mindestpreis runtergehen. Ich habe die Liste deswegen noch offen gelassen. Ich lösche jetzt hier mal die Nummern einfach raus. Raus, raus, raus. Die Touchtreiber sind wichtig. Und ihr braucht auch im Prinzip nur ein Lautsprecherpaar. Und dann haben wir eigentlich jetzt das Wesentliche. Dann seht ihr also mit dieser Geschichte, mit nur einem Lautsprecherpaar und ohne weitere Samplesets, sind wir bei 3.900 knapp und 35. Also 700 Euro fast eingespart, wenn ihr das nicht halt. Und ihr müsst ja auch sehen, das ist bei mir eine Summe, die ist über 4 Jahre gewachsen. Und eigentlich ist es noch ein bisschen mehr, weil ich die Pedalelektrik zweimal hatte und. Aber wie gesagt, im Schnitt für ein funktionierendes, brauchbares System, mit dem man gut üben kann, kommt ihr also demzufolge mit 4.000 Euro einigermaßen hin. Und jetzt könnt ihr vielleicht verstehen, warum, wenn ihr euch irgendwo online einen Spieltisch bestellt, denn es gibt ja Manufakturen, die inzwischen Hauptwerkspieltische machen, warum das dann gleich 4.000, 5.000, 6.000 Euro je nach Ausstattung kostet. Das ist bei denen halt, kommt noch die Arbeitszeit dazu, denn die habe ich hier jeweils gar nicht berechnet. Ja, jetzt wisst ihr also Bescheid, die Kostenfrage ist ein für alle Mal geklärt. Zwischen 4.000 und fast 5.000 Euro müsst ihr rechnen, wenn ihr langfristig ein solches System haben wollt, wie ich es hier stehen habe, und sehr viel Zeit, Kraft und Arbeit bereit seid einzusetzen, damit das Ding auch funktioniert. Dann beenden wir an dieser Stelle das Video. Ich wünsche euch was und wie gesagt, nicht den Mut verlieren. Es lohnt sich, denn das geht über Jahre. Das verteilt sich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.